also ohne Akademie das geworden sind, was sie wurden. Er kehrt hier in La, wo er gebürtig ist, zu seinen Wurzeln zurück. Also jetzt ist der Herr Hebelbach dran. Und er kehrt also hier zu seinen Wurzeln zurück. Und man muss sagen, er könnte ja jetzt ganz fein und akribisch Werke gestalten, auf Papier oder in dem Fall Nessel oder Leinwand. Macht er aber nicht, tut er nicht. Er verbannt die Perspektive, Licht und Schatten und trifft nach jedem Farbauftrag eine Entscheidung, was noch gebraucht wird für das Bild. Hält den Augenblick fest von dem, was er wahrnimmt, vor allem wenn er draußen in der Natur sich bewegt, wandert, das Wetter spürt, diese ganzen Sachen. Und das hat er schon als Kind beim Wandern mit seinem Vater erlebt und wurde da schon ausgebildet, der Blick für die Flora und Fauna, Natur, jedenfalls nicht in der Menge und so angeordnet vorkommt. Da kann man ermessen die Gestaltungshöhe, dass das durchdrungen ist, der Eindruck, den Frühling, vielleicht sogar der Duft, die Atmung der Erde, alles, was er da gespürt und gesehen hat, dass das in die Bilder hineingewandert ist, über den Transport der Farbe in diese Formen. Er hat also ganz schlichte Formen verwendet durch die Konturierung, aber verdrehte Farben praktisch hineingegeben, um diese Stimmung, dieses Komplexe herauszuarbeiten. Steuern ist ein Faktor, der das auch wieder unterscheidbar macht von Laienkunst. Es ist nicht einfach, was passiert, sondern es wird bewusst gesteuert, es wird gehandhabt, weil es geht nicht darum zu zeigen, was einer kann, sondern wie er in der Lage ist, selbstbestimmt und souverän zugunsten des Bildes, des fertigen Werkes, die Sachen, die Mittel einzusetzen. Und das macht eben den Unterschied zu beiden.